Aufwärmrunde für den russischen Präsidenten. Am Donnerstag nahm Wladimir Putin an einem Training der russischen Judo-Nationalmannschaft in Sotschi teil. Ein Sportler nach dem anderen ließ sich vom Staatsoberhaupt mit dem schwarzen Gürtel medienwirksam auf die Matte werfen. Dann eine Schrecksekunde. Gegen Judoka Beslan Mudranov verletzt sich der Präsident augenscheinlich am Finger. Sein Gegner ist sichtlich bemüht, dem 66-Jährigen umgehend Hilfe zu leisten. Laut Nachrichtenagentur RIA soll Putin an der Trainingseinheit dennoch bis zum Ende teilgenommen haben.